Zurück zu meinem Let's Play Victoria 2 mit unserem Projekt Indien. Wir sind noch mitten im Krieg. Noch ist gut. Eigentlich haben wir gerade erst so richtig angefangen mit dem Krieg gegen Russland. Eigentlich vielmehr den Krieg gegen Großbritannien, aber gegen Russland, das ist unser Hauptgegner, weil diese Schwammerln uns leider angegriffen, also leider den Engländern zu Hilfe gekommen sind. Und wir haben jetzt gerade 40.000 Russen aufgerieben. Das ist ausgezeichnet, ausgezeichnet. Zumindest irgendwas Positives passiert, Mann. Was macht's ihr? Ihr geht's da irgendwo hin? Bamian? Wo ist Bamian? Ist das der Bamian? Jop. Dann werden wir hier mal schauen. Hier geht's nach Kabul. Und ihr bleibt's hier. Und ihr geht nach Peshawar zurück. Wir müssen schauen, dass wir die. Ah, wartet mal, hier geht es danach runter. Okay. Dann geht es hier nicht nach Peshawar, sondern nach Kandahar. Und ihr ebenfalls. Und dann können wir diese 23.000 da abfangen vielleicht und die mal töten. Wir machen einen nach dem anderen. Nicht zu viel. Oh, die gehen auch nach Kabul. Nicht gut. Wann sind die dort? Am 20. Juli. Wann sind wir dort? Am 19. Juli. Ausgezeichnet. Nein, Freunde, doch Planänderung. Hier geht's daher. Hier bleibt es in diese Richtung. Ihr hier bleibt da. Derweil einmal. Wenn die nämlich in Kabul angegriffen werden, werden wir dort auch wieder rüber gehen. Und versuchen, sie dort aufzureiben. Das ist im Gebirge, da verlieren sie relativ viel. Ah, Chitral haben wir gerade zurückerobert. Ah, das steht schlecht da. Ja, das wird auch darüber gehen einfach. Und damit helfen. Balk verloren. Na gut. Partner gewonnen. Werden wir mal Nepal aus dem Bewerb werfen. Den haben wir noch Kabul, ja. Wir haben die Belagerung von Assad verloren. Ist okay. Unsere Armee ist in Kathmandu angekommen. Ist auch okay. In Kabul werden wir angegriffen und da haben wir gewonnen. Gut, dann können wir die gleich darüber bringen. Die gehen nach Herat zurück, das ist ausgezeichnet. Was machst du? Ah, du gehst da rundum und dumm, du willst da drüben was erobern, gell? Das ist süß von dir, dass du das willst. So, ihr hier, kümmert euch mal um den da. Ich könnte mal auf dem Weg dorthin noch was belagern. So, die Schlacht von Kabul haben wir auch gewonnen. Nicht ganz so klar, wie ich wollte, aber wenn die alle nach Balk, na, die gehen nach Bamian, schade.
Gas nie. Du gehst darüber. Und du gehst auch darüber. Nein, gehst nicht darüber. Jetzt gehst du darüber. Nein. Du gehst da nach unten. Wir werden diese 24.000 damit abfangen mit dir. Mhm. Weil da ist jetzt nichts mehr. Diese Truppen da sind mehr oder weniger allein. Ja, ja, ist eh klar. Da verwandten unsere Botschafter. Ist okay. Belgien, was hältst du davon, wenn wir Frieden machen? Wir haben jetzt immerhin ein plus 36. Wir haben jetzt ziemlich viele russische Soldaten getötet. Was hältst du von einem Frieden? Sie würden dieses Angebot annehmen. Schauen wir mal, ob sie das wirklich machen. Großartig. Gut, Rajputana gehört uns. Wäre schön, wenn es keine Kolonialprovinz wäre. Verdammt. Ja, sind das lauter Kolonien, die wir da erobern, nur. Na gut, soll sein. Aber es ist der nächste Krieg, den wir gegen die Briten gewonnen haben. Und eigentlich für die eine Infamie, die wir dafür nur kriegen, können wir es ruhig öfter machen. So, wir müssen noch einmal eine Truppe ausheben. Da machen wir was weg. Wir sammeln da vorne. Na, sammeln wir da die Truppen. Das gehen wir da auch weg. Gut, und dann machen wir gleich eine neue Armee. Eins, zwei. Drei. Vier. Und fünf. Dann. Eins, zwei. Kanauisch. Dragoner. Tibetische Dragoner. Und machen wir noch einen rajputanischen Husaren. Ausgezeichnet. Die werden da drüben gesammelt. So, dann kommst du wieder daher. Mann. Ja. Du kriegst wieder einen Anführer, einen Verteidigungsanführer, der daher geht. So, dann werden wir gleich eine Truppe nach Faisalabad schicken. Gut, und den Rest machen wir dann. Lahore Guard geht nach Lahore. Außerdem werden wir jetzt die Force erweitern hier. Vor allem an den russischen Grenzen. Sonst tun wir da eh schon die ganze Zeit. Und den Haushalt werden wir auch wieder etwas anpassen. Das da ein bisschen rückwärts geben. Nur noch auf 80%. Und auf 80%. Dann, wie schaut das eigentlich aus mit den Bürokraten? Den Vereinten Provinzen.
0,2%. Boah, das wäre schon sehr schön, wenn das ein normaler Staat wäre. Macht es ein bisschen schneller mit euren Bürokratenumwandlungen. Na, das mit den Angestellten funktioniert auch schon recht gut. Unsere Alphabetisierung wird auch besser. Na, und Punjab wird indischer. So, jetzt haben wir da insgesamt 4 Gebiete, in denen Nationalisten ungehindert, die sind sogar noch ungehinderter als das da, weil da kommt er mit dem Schiff her, ungehindert quasi werken können. Armeen haben die jetzt auch keine mehr nach diesem Krieg. Wäre irgendwie nett, wenn das irgendwie. So, erste Armee, du gehst einmal daher. Zweite Armee geht dorthin, das haben wir eh schon. Dritte Armee. So, vierte Armee. Du gehst nach Firozpur. So, wie ist das? Ah, wir haben da noch die Zölle extrem hoch, sehe ich gerade. Ich gehe mal die mal auf 5% runter. Haben wir nicht mehr ganz so ein hohes Einkommen? Nö, definitiv nicht. Aber wir haben noch ein Einkommen und unseren Leuten geht es etwas besser. Wir haben schon wieder eine verschwindende Expedition. Und nochmal, Geld haben wir ja wie Sand am Meer. So, Dampfturbinen. Ah, Armee geht schon weiter. Mist. Geht Kultur auch schon weiter? Ja, da müssen wir Antirationalismus nehmen. Egal, was die anderen sagen, aber da haben wir die Chance auf 25 Prestigepunkte und plus 100% Punkte Forschung. Und da haben wir ebenfalls gute Sachen. Plus 10% Pluralität, auch das hilft bei der Forschung. Wir müssen ein bisschen nachkommen mit der Forschung, wir sind schon 1900. Jetzt können wir eine Zeit lang keine keine Militärforschung machen. Schauen wir mal. Wie lange dauert denn das? Bis 1902, 1,5 Jahre. Verdammt. Zivile Gewalt in den Vereinten Provinzen. Uff. Das würde wieder 20% der Bevölkerung kosten. Die haben gerade 7 Millionen Einwohner. 20% davon sind über 1 Million. Das ist ein Genozid. Es sind schon 5% urviel. Das Problem ist der gesamten Bevölkerung, wenn wenigstens Bürokraten überleben würden. Diesen Prozess. Aber nein, nein. Oder eigene Leute, also punjabische Leute, aber das tun sie ja nicht. Leider. Na gut, wir haben einen toten General, aber vorher schauen uns dann noch die Bürokraten um 0,5%. Naja. Ich weiß nicht, ob das nicht vergebene Liebesmüh ist, was ich da mache. Baba Singh. Nein. 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 Nein.
Das ist gut. Verteidigung 1 und noch ein bisschen Moralbonus. Ist ja jetzt irgendwie schön. Mal schauen, wie das mit den Konflikten ist. Also wir haben keine Konflikte derzeit, das finde ich gut. Russland und Österreich. Ist das Italien oder Österreich? Österreich natürlich. Wahnsinn. Persien könnte bald in meiner Einflusssphäre sein. Mein erster Einflusssphärengewinn wäre das. Ah, gerade Persien, die braucht man nicht unbedingt. So, unsere Diplomatiepunkte werden wir wieder in Russland investieren. Hurra, erneut. Artilleriefabrik ist da eine ziemliche Vorgabe. Oh, okay, nein, die macht doch ein bisschen Geld. Manchmal. Okay. Okay, okay. Wäre schön, wenn wir noch einmal eine Verbesserung da machen könnten. Akzeptables Schulsystem zum Beispiel. Oder sowas. Wie viele Lehrer haben wir derzeit in der Bevölkerung? 2,87. Vielleicht sollten wir tatsächlich... Wir haben auch 2% Geistliche, passt. 2,8. Okay. So, ihr kriegt auch noch einen Anführer. Lagern wir den überschüssigen Tee. Yep. Ha, der ist gut. Vielleicht sollten wir dann langsam wirklich zu einer anderen zu einer anderen Fraktion übergehen. Ah, die Liberalen sind fürchterlich. Die haben zwar volles Bürgerrecht, was ich cool finde, aber dieses Laissez-faire bringt meine Wirtschaft um. Wenn sich die Kapitalisten um die Wirtschaft kümmern, dann geht alles den Bach runter. Der Staatskapitalismus ist schon nicht schlecht. Und um ehrlich zu sein, der Unterschied zwischen diesen beiden ist nur, dass die hurra patriotisch sind und die anderen pro-Militär. Das macht kaum einen Unterschied. Und hurra patriotismus ist da besser, weil wir, glaube ich, weniger Infamie-Punkte kriegen. Nein. Oder leichter irgendwie Kriegsziele hinzufügen können oder sowas in die Richtung. Wow, Torpedoboote. Nicht schlecht. Hurra, unsere Handelsflotte. Wir können 10 Einheiten transportieren. Warte mal. Ah, ich brauche gerade keine Flotte mehr. Aber gut, anderes. Ich kann es mir nicht ernähren, also so gesehen. Wir können Persien in unsere Einflusssphäre aufnehmen. Yay!
So, machen wir da ein bisschen weniger und hauen dann die ganzen Typen raus. Dann, naja, versuchen wir mal Beacon, ja. Ah, mit denen habe ich gerade Krieg geführt. Das geht also nicht. Gut, dann machen wir Sikkim. Die brauchen wir auf jeden Fall in unserer Sphäre. Und zwar deswegen, weil die sind Teil von Indien. Ceylon. Ah, Ceylon. Diego Garcia gehört auch zu Ceylon. Schau an. Mhm. So, wir haben Truppen wieder aufgebaut ein wenig. Wenn wir die ganz auf 30.000 haben, aber glaube ich noch einmal Krieg erklären. Diesmal um Bihar zu erobern. Beziehungsweise um vielleicht irgendein Gebiet, so wie zum Beispiel das da, Indore oder Hyderabad freizukriegen. Oder vielleicht beides. Bihar und Indore. Das wär's. Aber ich fürchte, wir müssen dann wieder mit Russland Krieg führen. Obwohl, wenn wir nur wenig fördern von ihnen, ist das vielleicht gescheiter. Weil, dann brauchen wir nicht so einen wahnsinnig hohen War Score. Dann genügt es, wenn wir, keine Ahnung, 100.000 russische Soldaten niedermetzeln. Und die britischen Soldaten sollten jetzt sowieso immer weniger werden von Krieg zu Krieg. Und der letzte ist eigentlich ganz gut gegangen, so. Habe ich schon gesagt, ich möchte zumindest so lange Yay, Kiva ist auch schon vertraut mit mir. Ja, ja, okay. Wir sind auf minus 140. Ist klar, dass ihr nicht mit mir verbündet sein wollt. Aber ihr wisst, wir sind eure Freunde. Wenn ihr uns braucht, sind wir bei euch. Persien. So, noch ein Sphärenmitglied, nämlich Beroda. Ausgezeichnet. Wie ist das dort? Irre. Malkot ist jetzt eine Provinz von uns. Hey, wir sind nur noch 8er. Arg. Nein, das ist nur 7er. Das heißt, es muss irgendjemanden geben, der uns überholt hat. Da Österreich. Österreich. Echt jetzt? 724 Punkte, na servus, wir haben das gemacht, also die sind industriell immer so gut.
Die kann man, denen kann man noch so oft eine auf den Deckel hauen, die stehen immer wieder auf. Aber bevölkerungsmäßig sind wir größer mittlerweile, nehme ich mal an. Und von der Alphabetisierung müsste man eigentlich auch besser sein mittlerweile. Mit 47% sind wir nur noch 5%, 8% hinter, 6% hinter Großbritannien und 7% hinter Italien. Das ist nicht schlecht. Zumindest da haben wir ganz gute Arbeit geleistet. Auch Belgien ist noch knapp vor uns und Österreich haben wir überholt. Gut. Das letzte Mal waren wir noch hinter Österreich, was das betrifft. So, Gesamtbevölkerung. Sind wir bereits knapp hinterm Norddeutschen Bund. Aber bereits vor Österreich. Gut. Gut, 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 gut. Na gut. Ich glaube, wir lassen das fürs Weitere, für heute. Wir haben ja immerhin einen wunderschönen Krieg gewonnen. Warte mal, wir haben es geschafft. Wir waren die Ersten am Nordpol. 110 Prestige. Das heißt, wir fliegen nie wieder aus den Top 10, aus den Top 8 raus. Bist du irre? 180. Yes. Wir sind wieder vor Österreich. Yay. Es wäre schon gut, wenn Bayern eigentlich in den Top 8 bliebe. Weil wenn Bayern in den Top 8 bleibt, China möchte ein Bündnis. Ja, machen wir doch glatt. Ich habe nichts gegen China. Nichts Wirksames zumindest. Ah, Revolution in Russland. Haben wir mehr Revolutionen in Russland? Das wäre ganz, ganz toll, wenn die irgendwie durch Revolutionen in Regierungssitz verlieren oder so irgendwas, was weiß ich, was man halt so macht durch Revolutionen. Yay! Wir haben an den Olympischen Spielen teilgenommen und haben gewonnen. Was? Ja. Selbst um Sikkim kämpft ihr? Gibt's das? Habt ihr nichts Besseres zu tun? Das ist ein das sind 11.000 Maxeln. In Xinjiang haben irgendwelche Rebellen übernommen. 10% mehr liberal. Oder weniger Ostafghanen. 10% mehr liberal, natürlich. So, in Kolumbien können wir jetzt wieder anbauen. Schauen wir mal, wie lange. Irgendeiner von den Wahnsinnigen wird mich schon wieder raushauen, nehme ich mal an. Oh, 0,26%. Bis Ende des Spiels ist es dann eine volle Provinz, aber dann werde ich Indien gründen und dann sind es wahrscheinlich alles volle Provinzen. Hm.
Gut, Herrschaften, wie schon gesagt, einen schönen guten Abend, schlaft gut und träumt was Schönes. Bis zum nächsten Mal.